Seid mir gegrüßt, ihr höchstfidelen audiophilen Tontechnik-Enthusiasten. Hier ist der TechBoss und ich bin zurück mit einem brandneuen, höchst aktuellen Mikrofon-Test-Review exklusiv für euch. Heute geht es um das TaxStar SGC598. Hier steht's. Neben einer ganzen Menge chinesischer Schriftzeichen. Wenn ihr noch mehr dieser Videos sehen wollt, dann überlegt doch zumindest ganz kurz hier unten in der Ecke auf das kleine Logo und auf Abonnieren zu klicken. Herzlichen Dank dafür. Die Anschaffung dieses Mikrofons wird euch bei eurer ersten Million um einen Betrag zwischen ca. 20 und 40 Euro zurückwerfen. Für alle Preisregionen, die ich auf Amazon finden konnte, gibt's natürlich Links in der Videobeschreibung. Das Mikrofon wird direkt auf die Kamera gesteckt, was den Vorteil hat, dass es kein externes Gedöns mit Kabel und Rumschleppen hat. Es wird einfach per Klinkenstecker an der Kamera angeschlossen und eingeschaltet und schon haben wir einen Ton durch das Mikrofon. Wunderbar! Der Aufnahmepegel in der Kamera ist auf den geringsten Wert eingestellt, also so leise wie möglich, und das TaxStar SGC598 ist auf 0 Dezibel eingestellt, also keine Verstärkung. Außerdem habe ich den Hochpassfilter ausgeschaltet und den Powerswitch entsprechend auf On natürlich, sonst hört man ja nichts, ist ja klar. Das Mikrofon kommt in einer wunderbaren Schachtel zu euch nach Hause an die Haustür geflogen und zwar mit folgendem Inhalt. Wir haben neben dem Mikrofon nicht allzu viel, aber mehr als man vielleicht für den Preis erwarten könnte. Und zwar einmal eine Garantiekarte, logisch. Dann haben wir, was ich sehr cool finde, eine Bedienungsanleitung, auf der sämtliche interessanten Daten stehen, wie zum Beispiel der Frequenzverlauf und die Empfindlichkeit und alles mögliche andere. Wer mal lesen will, bitteschön. Ich hoffe, ihr könnt Englisch. Davon abgesehen befinden sich in der Tasche noch Ersatzgummis, und zwar für die Mikrofonspinne, die bei diesem Mikrofon integriert ist, was ich extrem cremig finde, weil man dann nicht auf die Suche nach irgendwelchen Ersatzteilen auf irgendeinem chinesischen Schwarzmarkt gehen muss, sondern man hat den Shit einfach direkt schon dabei. Das ist ein Artikel im Wert von ein paar Cent und deswegen finde ich das sehr cool von der Firma, dass die das einfach mit dazu gepackt haben. Und als letztes Goodie gibt's diese Tasche mit TaxStar Logo. Finde ich auch sehr cool. Das ist so ein Samtstoff, der fühlt sich sehr hochwertig an. Ist auch stabil, also nicht irgendwie so ein Scheiß, sondern das ist richtig gute Qualität. Kann man überhaupt nicht meckern. Mit Verschluss, so, Mikrofon rein, Mikrofon fühlt sich wohl. Perfekt! Außerdem kommt das Mikrofon mit einem Windschutz, der zwar ein bisschen schwierig zu montieren ist, weil er sehr, 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 sehr eng ist, aber wenn er mal drauf ist und für ein paar Tage oder vielleicht mal für eine Woche drauf war, dann hat er sich ein bisschen gedehnt und er lässt sich leichter draufstecken und wieder runterziehen. Also beim ersten Mal draufstecken schön vorsichtig sein. Das Mikrofon selbst ist aus Kunststoff, was Vor- und Nachteile hat. Das Mikrofon wird möglicherweise, wenn es runterfällt, kaputt gehen. Da das Mikrofon aber in der Regel an einer Kamera montiert ist, wenn mir das ganze Gedöns runterfällt mit dem Mikrofon oben drauf und das Mikrofon bricht ab, dann ist das Mikrofon meine letzte Sorge, das sage ich euch. Der Vorteil an dieser Plastikkonstruktion ist, dass es sehr, sehr leicht ist. Es wird also, wenn man zum Beispiel im Vlogging-Style mit so einem Gorilla-Pod in der Hand und der Kamera und dem Mikrofon obendrauf durch die Gegend rennt, wird es nicht extrem viel schwerer, weil das Mikrofon an sich wiegt fast nichts. Es ist halt einfach aus Plastik. Ein weiterer Vorteil dieses Mikrofons ist meiner Meinung nach, dass es mit einer ganz normalen Mignon-Batterie oder Doppel-A-Batterie betrieben werden kann. Also keine Knopfzelle, keine CR2 mit 3-Volt-Zelle, kein anderer Bullshit, einfach nur eine stinknormale Batterie. Davon hat jeder zu Hause 100 Stück rumliegen. Es funktioniert auch mit Akkus. Also einfach immer 2-3 Akkus vollgeladen in die Kameratasche und ihr seid auf der sicheren Seite. Ein sehr gutes Gimmick an diesem Mikrofon ist, dass hinten eine Kontrollleuchte dran ist, die euch sagt, ey, Batterie ist gut oder ey, wechsel mal die scheiß Batterie, weil die ist bald leer. Dann haben wir dieses Kabel. Das ist so ein Ringelkabel, sehr flexibel und dehnbar. Man kann es an der Seite einmal vorne und einmal hinten auf jeder Seite einmal einklippen, weil da sind so kleine Klipse dran, da kann man das Kabel reinstecken, dann baumelt es nicht durch die Gegend und klappert gegen das Mikrofon und verursacht Geräusche und irgendwelchen so einen scheiß Baumeln vor der Linse. Fällt aus, weil wir haben eine Halterung. Super. Der Blitzschuhadapter ist auch aus Kunststoff. Mei, wiegt ja nichts, passt schon.
Die Rändelschraube, mit der man das Ding an der Kamera befestigt, also diese große, fette Schraube da, ist ausreichend groß dimensioniert, dass man nicht so fummelig mit der Pinzette reinlangen muss, sondern man kann gemütlich mit dem Wurstfinger einfach zudrehen, passt schon. Allerdings nicht mit Gewalt, weil dann ist es im Arsch. Es ist nun mal nur Plastik. Also mit Gefühl arbeiten, Leute. Manch einer hat bei Amazon eine Rezension hinterlassen: Das Mikrofon kann ich nicht auf meine Kamera stecken, weil der Schuh zu breit ist. Ja, auf der Unterseite von diesem Schuhstecker ist ein kleiner Pfeil und dieser Pfeil zeigt immer in die Richtung, in der man das Ding hineinsteckt in den Schuh. Also quasi in die Richtung, in der auch die Linse zeigt. Manchmal kommt es bei diesem Mikrofon vor, dass dieser Schuh, dieses kleine Plastikstück, 90 Grad verdreht montiert wurde. No problemo. Schraubenzieher raus, die Schraube in der Mitte aufmachen und einfach um 90 Grad drehen, sodass der Pfeil in Richtung des Mikrofons zeigt, festschrauben und das passt wieder. No problemo, kein großer Deal. Dann haben wir natürlich noch die Aufhängung, diese kleine Spinne, für die es die Ersatzteile gibt. Die ist zwar ja ein bisschen hart, aber offensichtlich macht sie einen guten Job, wenn es darum geht, die Geräusche zu dämpfen, die zum Beispiel von den Griffeln an der Kamera stammen. Die Klangqualität. Ihr habt jetzt die ganze Zeit gehört, wie sich das Mikrofon anhört. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, wie sich das Ding anhört, wenn es nicht angesteckt ist. Also wenn der Ton quasi von der Kamera selbst aufgenommen wird. Eine Sekunde. Ich muss das mal schnell abstecken. Das ist nun der Ton der kamerainternen Mikrofone, die zwar Stereo sind, was irgendwie cool ist, aber eben scheiße klingen. Zumindest hier drinnen und eigentlich auch draußen und eigentlich immer, wenn man weiter als 20 cm von der Kamera weg ist. So ein Mikrofon für einen Vlogger oder für jemanden, der einfach nur ein schnelles, transportables Kameraaufnahmesetup braucht, ist es wirklich empfehlenswert. Ich stecke jetzt mal das Mikrofon wieder ein, damit wir wieder zum richtigen Ton zurückkommen. Seid mir gegrüßt, ihr höchstfidelen Audio- und Tontechnik-Enthusiasten. Hier ist der Techboss und ich habe heute für euch das allererste On-Camera-Mic auf meinem Kanal für euch in der Review. Es handelt sich um das TuckStar SGC598 und das wird euch bei eurer ersten Million um ziemlich genau 23 Euro zurückwerfen. Viel Spaß! Viele schreiben immer, das Mikrofon rauscht wie verrückt. Es gibt ein paar Tricks, die man beachten muss. Man sollte in der Aufnahmeeinstellung der Kamera bei Ton das automatische Lautstärke-Level, das wird manchmal AVC oder ALS oder wie auch immer genannt, dadurch passt die Kamera die Lautstärke der Aufnahme an. Wenn was leise ist, dann wird die Aufnahme lauter gemacht und dadurch entsteht extremes Rauschen. Das kann durch so ein Mikrofon noch stark verstärkt werden. Wir müssen auf manuelle Lautstärkekontrolle gehen, die Lautstärke dann möglichst gering einstellen und dann haben wir am wenigsten Geräusche von der Kamera. Das Mikrofon kann einfach dann auf plus 10 Dezibel gestellt werden, wenn der Sound zu leise sein sollte. In meinem Fall habe ich den Ton auch einfach ganz leise gemacht, automatische Lautstärkekontrolle abgeschaltet, Mikrofon rein, aber ich brauche die 10 Dezibel nicht. Also wenn ich die 10 Dezibel einschalte, klingt das ungefähr so. Jetzt haben wir die 10 Dezibel plus. Das heißt, ich bin erheblich lauter. Man hört aber auch den Kühlschrank, der hinter meiner Greenscreen-Wand steht. Ja, das ist ein Greenscreen. Der ist nicht blau, der ist grün eigentlich. Aber das ist ein anderes Thema. Den hört man jetzt relativ gut, nehme ich an. Und auch die Nachbarn, die gerade die Kellertreppe runterkommen. Das ist auf jeden Fall die plus 10 Dezibel Einstellung. Jetzt werde ich mal den Hochpassfilter einschalten. Das klingt dann ungefähr so. Man merkt, im Bassbereich der Stimme wird ein bisschen was abgeschnitten, was aber überhaupt nicht schlimm ist, weil das der Bereich ist, den man eigentlich sowieso nicht verwendet. Außer man legt jetzt darauf an, dass man eine richtig bassige Stimme bekommt. Aber das brauchen wir nicht, denn wir haben eine normale Stimme. So, 10 Dezibel aus, Hochpassfilter aus und schon sind wir wieder bei der normalen Aufnahmecharakteristik. Um sämtliche Nebengeräusche, die möglicherweise von meiner Kamera kommen und um mal zu sehen, wie stark das Mikrofon rauscht und so weiter, schließe ich das Ding jetzt mal an einem Audio-Interface an, das definitiv nicht so stark rauscht wie meine Kamera. Nicht wundern, ich sitze tatsächlich in einem Auto und das ist auch diesmal kein Greenscreen, aber ich musste ein bisschen improvisieren, weil ich im Nachhinein feststellen durfte, dass meine Aufnahme aus der schalltoten Kammer flöten gegangen ist. Also die war eigentlich nie da. Das irgendwie habe ich, ja, lass mich.
Ich habe jetzt auf jeden Fall hier mein mobiles Setup und zwar Laptop, Mikrofon und Interface am Start. Ich halte das deswegen so, weil das Kabel halt nicht dafür gemacht ist. Ist halt nun mal nur so kurz, ne? Whatever, das ist auf jeden Fall das Rauschen, das von dem Mikrofon alleine produziert wird. Einmal ganz genau hinhören. Ich stehe in einem Parkhaus und es fahren hin und wieder Autos vorbei. Was die sich wohl denken, wenn hier so ein Spack mitten in der Nacht mit seiner Kamera im Auto sitzt, in dem Mikrofon labert und eine fette helle Leuchte da stehen hat. Whatever. Das ist auf jeden Fall der Sound aus dem Auto und das Rauschen, was das Mikro produziert. So, nun habt ihr ungefähr alle möglichen Versionen gehört, wie man das Mikrofon einsetzt. Im Keller direkt an der Kamera montiert, in der schalltoten Kammer direkt an einem rauscharmen Interface angeschlossen und sogar draußen im Freien. Meine Meinung zu diesem Mikrofon ist, für diesen Preis, ein sehr gutes Mikrofon. Klar, es rauscht ein bisschen, was will man erwarten? Es hat vielleicht nur eine Plastikaufhängung, die Spinne könnte ein bisschen weicher sein und der Windschutz ist jetzt nicht so der allerbeste. Die Pros von diesem Mikrofon überwiegen jedoch extrem stark, denn es ist sehr leicht. Es läuft mit einer ganz normalen Batterie. Es hat einen Hochpassfilter, einen plus 10 Dezibel Filter, eine Anzeige, wie stark die Batterie noch ist, ein Ringelkabel, das sich dehnen lässt, einen Blitzschuhadapter, der sich gut festschrauben lässt und es kommt mit gutem Zubehör wie der Tasche und den Ersatzgummis für die Aufhängung. Was will man für dieses Geld mehr? Meine Empfehlung, kauft euch dieses Mikrofon, wenn euch der Ton bis jetzt gefallen hat. Und wenn ihr sowas braucht, zum Vloggen auf der Messe, das Ding in die Tasche gesteckt, Kamera dazu, das Ganze dann angeschlossen und losgelegt. Perfekt! Kein Kabelgewirre, wenn man zum Beispiel ein Lavalier-Mikrofon hat, das immer mit der Kamera direkt verbunden sein muss und dann eine riesen Kabelstrecke ist und immer rumbaumelt. Nein, direkt auf der Kamera montiert und ein sehr angenehmes Klangbild. Die Stimme wird sehr schön wiedergegeben, Umgebungsgeräusche ebenso. Und es ist tausendmal besser als jedes integrierte Kameramikrofon. Das dürft ihr mir glauben. Und für das Geld, bestes Mikrofon. Gar keine Frage, was willst du für 20 Euro falsch machen? Der Adapter, den ich habe, wenn jemand von euch auch eine Lumix GX8 oder ähnliche Kamera mit 2,5 mm Klinkenstecker hat, packe ich euch übrigens in die Videobeschreibung. Habt ihr Fragen? Dann stellt sie in den Kommentaren unter dem Video. Und sagt mir auch mal eure Meinung, ob ich vielleicht mal so ein Frage-Antwort-Video machen sollte, indem ich Fragen, die mir regelmäßig gestellt werden, in einem Video quasi beantworten sollte. Wenn euch das interessiert und wenn ihr dafür Fragen habt, immer in die Kommentare damit. Ich freue mich auf euren Input. Okay, damit wisst ihr Bescheid über das TaxStar SGC598 On-Camera Microphone. Mein Name ist Stefan, ich bin der Techboss. Es war schön, dass ihr mal wieder hier wart und euch mein Review zu diesem Mikrofon in eure Gehirne aufgesaugt habt. Herzlichen Dank dafür. Für heute war's das für mich. Ich bin raus. Macht's gut. Ciao.